Wir sind gerade angekommen. Ich will nichts sagen, aber ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. Das hier ist unser Ausblick. Wir sind im 26. Stock. Ist ja richtig krass. Ich habe hier ein Bett, Fernseher, Kühlschrank. Sag mal, Bad. Ja, echt. Schon ein Stück gespart. Haben so eine Wasserfalldusche. Nice. Und wir haben einen richtig geilen Pool. Wir haben sogar eine Rutsche. Und wir haben sogar eine Kletterwand, die ins Wasser, kann man ins Wasser springen oder halt reinfliegen. Alter, nice. Wir haben hier sogar einen richtig fancy Elevator. Das brauchst du hier nicht. Nur wenn du unten in der Lobby bist, dass kein Unfug da nach oben kommt. Ach so. Das okay, also können wir jetzt einfach nur das Geiger andrücken? Oder? 37 oder 41, Alter? Nein, anscheinend nicht. Das ist ja mal geil. Das ist mal richtig geil. So heftig, Alter. Oh mein Gott, halt dein Maul. Schaut's euch an. Wir haben hier so einen Rasen mitten auf dem... Welchen Stockwerk sind wir? 37. Und schaut euch mal den Ausblick an, Alter. Das ist ja ultra heftig. Das ist ja mal... Alter! Alter! So krass. Und man muss dazu sagen, wir zahlen jetzt pro Person... Wie viel zahlen wir? 8 Euro. Das ist ja so krass. Das ist nichts. Oh mein Gott. Ich bin glücklich. So, jetzt sind wir im 41. Stockwerk und ich bin immer noch baff. Man kann hier echt einfach richtig geil chillen. Da hinten, man sieht es glaube ich nicht, da ist ein goldener Buddha und es ist einfach nur genial. Einfach nur richtig geil. Sieht man das überhaupt? Wir haben da einen Pool und da hinten einen Pool. Wie geil ist das denn? Ey, Alter, das sind sogar die Massagedinger. So Düsen, so Strahldüsen. Geil! Ich freue mich! Wir sind gerade noch mal im Zimmer, wir gehen gleich zum Pool und wir haben gerade gemerkt, dass hier alles noch original verpackt ist. Da sind sogar noch die ganzen Kack... nennen wir das? Preisschilder. Preisschilder dran. Das ist alles komplett verpackt, also noch original verpackt, eingeschweißt. Ich glaube, der Typ hat hier noch nie drin gewohnt. Das ist krass. Wir sind auch die ersten Gäste hier, also heftig. Läuft bei ihm. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Wenn ihr euch fragt, wie wir da oben so günstig wohnen können, das ist wieder Airbnb. Ich mache hier einen Link hin und in der Description ist auch nochmal ein Link. Da kriegt ihr 19 Euro oder 21 Euro geschenkt, wenn ihr euch drüber anmeldet. Ich kriege natürlich dann auch ein bisschen, ist alles kostenlos. Also meldet euch an. Ha. Ich vlogge jetzt extra mal hier oben von der Rutsche aus. Wir haben eine Rutsche, Alter, wie geil. Weil da unten ist mir echt mega unangenehm, weil da irgendwie nur so Neureiche sind und alles. Schaut es euch einfach mal an. Ein bisschen vorgetrunken. Hey! Und jetzt gehen wir feiern. Also bis dann. Tschüss! Was geht ab, liebe Leute? Ich habe jetzt 2 Tage nichts gefilmt, weil wir haben 2 Mädels kennengelernt im Club. Ich glaube, das waren die einzigen Nicht-Nutten, darf ich Nutten sagen? Egal. Nicht-Nutten, die im Club waren. Also die eine ist 33, hat glaube ich auch ziemlich viel Geld und wohnt auch hier in Bangkok. Mit ihr waren wir gestern da hinten. Hier auf dem mega geilen Sky Garden da hinten Kaffee trinken. Die hat ein Auto gehabt, die hat uns hier ein bisschen rumchauffiert. Das war eigentlich ziemlich cool. Und jetzt gehen wir gleich was essen, machen uns eine Wodka-Melone und dann gehen wir heute Abend wieder feuern. Jetzt stellen wir uns noch an den Pool dann später und genießen es einfach hier. Es ist einfach so schön. Ach ja, und ich zeige euch noch ein bisschen mehr vom Hotel, weil ich glaube, der Anfang war ein bisschen so hektisch, war einfach zu geflasht von allem. Und dann sieht man sich. Bye bye. Wir machen eine Wodka-Melone. Yay!
Also ich muss dazu sagen, wir glorifizieren hier kein Alkohol, aber die Leute, die mich schauen, sind eigentlich eh zwischen 18 und 35, von daher, die Kinder, Alkohol ist scheiße. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten Folge seht ihr, wie wir rutschen an die Kletterwand. Und ich lasse mir den Bart stutzen beim Barbershop. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Bye, bye.